Ja, moin, willkommen zurück zu Koromon. Wir sind auf dem Berg angekommen. Wie heißt der denn nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Oder auf dem Fresia-Pass, sagen wir so. Heilen? Wir waren ja halb tot mal wieder. Weil das Spiel wieder dachte, ey. Lass ihn dich einfach mal einfrieren. Zweimal hintereinander und Fähigkeitsbiss 68, okay. Und der Gegner hat einfach mal 3 Crits hintereinander, warum nicht? Aber jetzt sind wir wieder fit. 68. Feueratem. Hattest du Feueratem? Na, du hattest Feueratem. Du darfst nicht lernen. Ich glaube, ich nehme Feueratem raus und nehme lodernde Federn rein. Ja. 70, 100. Einfach, wenn wir mal irgendwie einen komplett wegballern wollen. Und ich nehme Firepick raus. Und mach Findenstoß rein, weil es halt genauer ist. Und irgendwie, wir verbrennen Leute eh nicht. Feuer an plus, plus lodernde Federn wäre natürlich krass. Egal. Machen wir erstmal so. Dann würden wir sehr vieles one-shotten, glaube ich. Hier, okay. Okay. Ich will mal gucken, was er jetzt macht. Er ist schneller, klar, im Dings. Schneesturm. Wow! Wow, bin ich blöd. Wir heilen uns. Ich bin offiziell komplett dumm und kann nicht lesen anscheinend. Ich habe die Grundschule geskippt. What? Nee. Okay, dann ist das entzieht LP darauf bezogen, dass wir dem Gegner LP entziehen und uns selber geben. Wieder. Okay, dann bin ich doch nicht dumm. Ich habe nichts gesagt. Dann ist die Attacke natürlich komplett krank. Braucht aber auch viele AP. Hintenstoß ist speziell. Ups, das war eh dumm. Doch Firepick rein. Ja, komm. Dann ist Federzorn oder wie das heißt ja richtig geil. Lasse dich nicht vom Namen Mountainbike täuschen. Sie werden dir hier nichts nützen. So, komm her, Junge. Wir werden dich wegballern. Was? Wähle einen Kampf mit. Okay. 1 gegen 1 oder was? Ja! Hat
denn? Was ist das denn für eine Scheiße? Ey, come on, Mann. Es ist so dumm. Ja, was willst du da machen? Es, Alter. Boah, regt mich das auf. Oder hat... Okay, es kann sein... dass er gesagt hat, welches Koromon er hat. Dann nehme ich alles zurück. Aber weiß nicht, bei normalen Trainern lese ich halt nicht den Text. WTF, ey. Ich cutte. Wir sehen uns gleich bei dem Trainer wieder. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Ein wenig was passiert. Ich habe noch mein potentes Kireptil gefangen. Also die Vorentwicklung von Kiraptor. Einfach nochmal aufgetaucht. Und ich musste... Nee, dann habe ich noch so diesen Eisvogel gefangen. Und ich musste ein Pokémon killen, weil ich nicht aus dem Kampf fliehen konnte. Deswegen haben wir ein paar Level-Ups bekommen. Und ein paar Meilensteine. Und wir haben unser erstes Koromon auf Level 50. So, jetzt gucke ich mal, ob er das sagt. Als ich aufwuchs, war mein Spitzname Cup Zero Cutie. Also lass uns ein individuelles Match haben. Wir senden beide nur ein einziges Koromon, unsere Lieblings-Koromon. Okay. Nee, er sagt's nicht. Ey. Ist klar. Es ist so unfair, ganz ehrlich. Man weiß es halt einfach nicht. Okay. Wir hätten eigentlich mehr Schaden gemacht, aber er hat ja ausgeruht. Ja, und wir... Junge. Ich dachte, dass mein Cup Zero Hut bedeutete, ich würde Cup Zero aussenden, aber es war tatsächlich ein Megalobyte. Aha. So ein Dreck. Das fand ich komplett kacke, bin ich ehrlich. Okay, einfach weiter. Nee, eine Sache. Ups, so. Ich möchte hier bitte... Ja, nee, doch. Mehrfach, nee, was war das? Donnersalve funktioniert ja nicht. Vierfachladung dafür. So. Gruselige Vision. Braucht man nicht. Ja, die Funkenwand rein. Vielleicht ist sie irgendwann nochmal nützlich. Beim Boss oder so. So. Denn wenn der Gegner keine AP hat, kann er auch nicht angreifen. Dann die Funkenwand plus Vergiftung vielleicht. Dann verliert er halt ultra schnell AP. Könnte eine Technik sein. Oder eine Taktik, meine ich. Gefangen. Nice. So. Level 45 für Kiraptor. Noch 6 Level, dann lernt er endlich eine effektive Attacke. 4. Ja, nee, da wollen wir nicht lang. Da geht's nur zurück. Sind wir da? Da ist ein wild gewordener
Typ. Resia passt Tipp Nummer 3. Gelber Schnee ist nicht essbar. Auch kein roter, grüner, blauer oder violetter Schnee. Gelber Schnee. Was ist mit dir? Hier, Mons. Okay, du bist natürlich wieder schneller. Ah, nee, noch nicht. Okay. Alter. Okay. Das, oh ja. Das wird wichtig, diese Attacke. Bist du Wasser oder Eis? Du bist Wasser. Sub-Zero. Schneeball. Gegen den Kopf von dir. Okay. Wurde niedergeschlagen. Sehr gut. Mach's gut, gut, Junge. Kiraptor entfaltet etwas von seinem Potenzial. Init. Schnurgast. Holy fuck. Octottle. Hoffe. Okay. Mach ich einmal Vorahnung. Weil wir uns ja nicht voll heilen. Weil wir uns nicht heilen. Nochmal. Weil eine Supersauger wäre halt jetzt sinnlos. In Anführungsstrichen. Sollte uns nicht killen. Alter. Komm schon. Yes. Ein Crit. Ah, der hat, ich glaube, der hat eine Rolle gespielt. Ich glaube nicht, dass wir das Ding gekillt hätten. Jo. Kiraptor. Raptor. Nee, Sub-Zero wieder. Hat er auch Platscher. Und der braucht mehr Level. Alter. Ja, wir sind tot. Er hat auch nicht getroffen, na gut. Trifft nicht. Das Ding ist halt so krank, ey. Wolkenbruch. Ah, das Platsche hätte halt wieder gekillt. Bisschen dumm wahrscheinlich wieder. Okay, reicht auch so. Bada bada. Rockfrog entfaltet etwas von seinem Potenzial. Es hat mega die krassen Werte eigentlich, ne? Na, Schaden. Nein, warum habe ich... Auf physisch. Lässt das... das ist eine OKO-Attacke. Das ist scheiße. Sub-Zero.
Wir geben dir jetzt auch mal mehr Angriff. Ah, warum? Ich bin immer so blöd und vergesse, dass ich mit Frog speziell angreife. Das ist nämlich speziell. Platscher ist auch speziell. Ja. Macht Treibsand bei ihm Sinn? Wir setzen ihn ein gegen Sandmons. Sprungtritt ist halt physisch. 95, 85. Senkt Init. Ne, komm, ich nehme Treibsand mit rein. Why not? Naja, wir müssen natürlich wiederbeleben. Weil der soll EP bekommen. So, okay. Ah ja. LP-Kuchen L. Schön. Das will ich öfter haben. Ich glaube, wir müssen hoch. Also gehe ich erstmal hier lang. Hier geht's aber auch. Oh Gott. Okay, das sieht wie das Ende aus, wa? Ja. Spezialangriffskuchen. Aha, hier können wir das wegschieben. Perlio. Was macht denn Perlio? Geschworener Schnee hält 3 Runden länger an. Resia Passtipp Nummer 4. An den Rand zu gehen ist nicht sehr sicher, aber die Aussicht ist totschick. Oh, du bist ein Trainer, okay. Wie wäre es dann hier? Er hat gesagt, hier ist nicht sicher zu kämpfen. Geil. Dich haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Lodernde Federn. Genauigkeit ist gestiegen, okay. Damn. Ja, dann nochmal. Super Sauger. Okay, macht nicht viel. Müsste killen jetzt, oder? Ja. Und wir sind wieder voll. Oh, dieser beste Attacke im Game bis jetzt. Ja, mehr Schaden macht auch mehr Heilung. Oh ja. 47 für Sub-Zero. Ja. Wind. Das macht halt gar nichts, ey. Und das macht genauso viel, obwohl es nicht effektiv ist. Ich reiz dich. Alter. Ja, Frog müssen wir. Müssen wir reinnehmen. Babdido, babdibab. Echt das. Platscher und Tschüss. So, ja. Yes. DC. Okay. Nein! Oh Gott. So. Kiraptor, Kiraptor. So, wie gesagt, es ist jetzt wahrscheinlich. Ist im Hälfte. Ist jetzt wahrscheinlich besser hier
Na, neutrale Attacke einzusetzen. Ja, er ist tot. Obwohl er nicht... Was willst du denn machen? Der zieht einem ein Drittel, mehr als ein Drittel ab, obwohl es nicht sehr effektiv ist. Super Sauger. Ja. Okay. Recht egal. Nice. Hm, hm, hm. 49 für Oktoppel. Kugel der Dunkelheit schleudert einen Ball aus reinem Schatten auf das Ziel. Hat eine 25%ige Chance, den Spezialangriff des Anwenders zu erhöhen. Okay. Und 25. Mache ich das gruselige Vision mal raus und Kugel der Dunkelheit rein. So, na gut. Das wäre es wieder mal mit dieser Folge, Freunde. Ich schätze, wir sind gleich da. Also, was heißt gleich? In der nächsten Folge kommen wir dann irgendwie im nächsten Dorf an. Hoffe ich. Will mich heilen. Ja. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.